Ich nehme dieses Video auf am 1. April 2020. In Deutschland werden 73.217 Corona-Fälle gezählt, 802 Tote. Kitas, Schulen, Geschäfte sind geschlossen, soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Viele sind gerade arbeitslos oder auftragslos, während sich andere kaputt arbeiten, um dieses Land am Laufen zu halten. Bis nach Ostern sind diese Maßnahmen noch angedacht. Danach will man weiterschauen, so heißt es momentan. Ich meine, wie lange kann man so einen Ausnahmezustand schon durchhalten? Ich fürchte, wir brauchen noch etwas Ausdauer. Noch ziemlich viel Ausdauer. Solange wir keinen Impfstoff haben, ist die Pandemie erst vorbei, wenn sich 60-70% der Bevölkerung infiziert haben. Beziehungsweise, wenn sich 60-70% infiziert haben, wieder erholt haben, dann erstmal immun sind, dann haben wir nämlich Herdenimmunität. Das heißt, es sind genügend Menschen immun, damit der Ausbruch zum Erliegen kommt. 60-70% sind in Deutschland 48-56 Millionen Menschen. Rechnen wir mal schnell. Wir haben jetzt in Deutschland ungefähr 73.000 Fälle. Nehmen wir mal an, die Dunkelziffer sei 10-mal so hoch. Also auf jeden Infizierten kommen nochmal 9 nicht Detektierte. Dann hätten wir 730.000 Fälle. 730.000 von 48-56 Millionen. Also wir haben wahrscheinlich gerade ein bisschen mehr als 1% Herdenimmunität. Die Corona-Krise geht also gerade erst richtig los. Wie lange müssen wir also noch durchhalten? Als Antwort hört man momentan vor allem: Das ist noch zu früh zu sagen. Erstmal abwarten, wie effektiv unsere Maßnahmen sein werden. Schauen wir mal, dann sehen wir ja. Über ein paar Dinge sollten wir jetzt schon ausführlich sprechen. Und auch Zahlen anschauen, die man vielleicht nicht sehen möchte. Deswegen holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, denn so viel vorweg, wir brauchen Geduld. Eins vorweg, es ist natürlich richtig, dass wir gerade auf die Daten über die Wirksamkeit unserer aktuellen Maßnahmen warten. Die haben wir erst in 2-3 Wochen, darüber will ich hier auch nicht spekulieren. Ich meine, es ist ja auch richtig und wichtig, im Nebel auf Sicht zu fahren, aber wir wollen doch trotzdem ungefähr wissen, wie lang die Straße sein wird, oder? Und die Sache ist die, über die Länge der Straße wissen wir jetzt schon ziemlich gut Bescheid. Und bei all der Berichterstattung über die Corona-Krise ist genau das ein Punkt, über den meiner Meinung nach zu wenig diskutiert wird. Um das alles zu verstehen, kurz vorweg ein paar Basics zu allgemeinen Epidemie-Maßnahmen. Die Phasen der Epidemiebekämpfung. Phase 1, Containment. Unter Containment verstehen Epidemiologen Eindämmung. Also idealerweise versucht man, die Krankheit im Keim zu ersticken. Zu solchen Eindämmungsmaßnahmen gehören Kranke isolieren, Kontakte nachverfolgen, isolieren, auf das Virus testen, also Überblick behalten und die Verbreitung verhindern. Es kann aber schnell mal sowas passieren, wie zum Beispiel in Heinsberg, also ein infiziertes Paar feiert mit 300 weiteren Karneval und dann kommt man schon kaum mehr hinterher. Irgendwann übersteigt die Nachverfolgung der Kontakte den Verwaltungsapparat. Enter Phase 2, Mitigation. Am besten zu übersetzen mit Schadensbegrenzung. Wenn wir nicht mehr nachvollziehen können, wer jetzt alles infiziert ist, klappt jetzt diese gezielte Isolierung nicht mehr. Deswegen müssen wir alle mitmachen, also Abstand halten, Homeoffice, Veranstaltungen absagen und so weiter, ihr kennt es. In dieser Phase hat man den Versuch einer Eindämmung erstmal aufgegeben, aber man will jetzt wenigstens die Ausbreitung verlangsamen. Warum das so wichtig ist, dürfte inzwischen bei jedem angekommen sein. Über Flatten the Curve wurde in letzter Zeit so viel gesprochen, dass das Grundprinzip von Mitigation den meisten klar sein sollte, aber dieses rein qualitative Verständnis kann trügerisch wirken. Also nochmal kurze Wiederholung. Je langsamer die Epidemie verläuft, desto weniger Menschen sind gleichzeitig infiziert und desto weniger Menschen brauchen gleichzeitig medizinische Behandlung. So verhindern wir, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, was wir leider gerade in Italien, Spanien oder New York mit Schrecken beobachten. Wenn die Intensivstationen nicht mehr genug Betten für alle Patienten haben, dann müssen schreckliche Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. Das darf nicht passieren. Das Problem ist jetzt, dass gerade bei vielen folgender Eindruck entsteht. Der Lockdown ist heftig, aber wir geben jetzt gerade auch alles und hoffentlich kriegen wir damit die Kurve so flach, dass wir vielleicht nach Ostern, vielleicht ein bisschen später, das Ganze einigermaßen glimpflich hinter uns gebracht haben. Diese Vorstellung ist leider realitätsferne Fantasie. Warum das so ist, verstehen wir, wenn wir uns konkrete Zahlen anschauen. Fangen wir an mit einer zentralen Größe. Die Reproduktionszahl. Die Basisreproduktionszahl R0 gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, wenn niemand immun ist und wenn keine Maßnahmen getroffen werden. Für das SARS-CoV-2 wird R0 derzeit auf 2 bis 3 geschätzt.
Das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt 2 bis 3 weitere an. Wenn die Reproduktionszahl auf unter 1 fällt, das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt weniger als eine weitere Person an, dann kommt der Ausbruch zum Erliegen. Alle Maßnahmen, die wir jetzt so die letzten Wochen mitbekommen haben, vom Aufruf zum Händewaschen über Kontaktverfolgung bis zum Lockdown, dienen dazu, die Reproduktionszahl zu senken. Wir sprechen dann von der effektiven Reproduktionszahl. Grafisch gesprochen, je kleiner die Reproduktionszahl, desto flacher die Kurve. Wie flach ist nun flach genug? Diese Frage wird beantwortet in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie zur Ausbreitung des neuen Coronavirus. Hier findet man Modellierungen für verschiedene Szenarien. Diese Modellierungen sind wohlgemerkt keine Voraussagen. Jede Epidemie ist ein Einzelfall. Deswegen arbeiten ja gerade auch Forscher mit Hochdruck daran, dieses neue Virus besser zu verstehen. Aber Modellierungen können verschiedene denkbare Szenarien durchrechnen, in deren Rahmen sich der zukünftige Verlauf bewegen könnte. Und anhand dieser Szenarien können wir ableiten, welche Maßnahmen den Verlauf in welcher Form beeinflussen können. So, wie würde nun die effektive Reproduktionszahl den Verlauf beeinflussen? Oder konkreter gesagt, wie stark müssen wir die Reproduktionszahl senken, damit die Kurve hinreichend flach wird? Also so flach, dass unser Gesundheitssystem es handeln kann. Dazu brauchen wir erstmal eine Vorstellung davon, wie groß die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems in Deutschland sind. Dazu gehört natürlich vieles, also Beatmungsgeräte, Schutzkleidung für das Personal, natürlich auch das Personal an sich. Aber nehmen wir mal einen limitierenden Faktor, mit dem wir das Ganze durchrechnen können, nämlich die Anzahl der Betten auf den Intensivstationen, auf die schweren Corona-Verläufe angewiesen sind. In Deutschland gibt es derzeit rund 30.000 intensivmedizinische Betten. Die sind aber nicht alle frei. Bei allen laufenden Bemühungen, die Kapazitäten aufzustocken, sind natürlich viele dieser Betten besetzt von Nicht-Corona-Patienten. Aber nehmen wir für unsere Betrachtung jetzt einfach mal an, wir hätten 30.000 freie Betten. Okay, wie viele Menschen werden jetzt wegen Covid-19 ein Bett auf einer Intensivstation brauchen und wie lange muss man sie dort behandeln? Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie schätzt, dass 2 bis 6% der Corona-Infizierten ein Intensivbett brauchen. Die Liegedauer ist verhältnismäßig lang, nämlich 10 bis 20 Tage, also je nach Patient. Hier wurden jetzt 9 verschiedene Szenarien modelliert. Mit 2, 4 oder 6% intensivpflichtigen Patienten und mit 10, 15 oder 20 Tagen Liegedauer. Schauen wir uns zuerst das Best-Case-Szenario an, in dem nur 2% der Erkrankten eine Intensivbehandlung brauchen und zwar alle nur für 10 Tage. In diesem Szenario würde man bei einer Reproduktionszahl von 1,5, also das ist die grüne Kurve, die Kapazitäten über einen langen Zeitraum komplett sprengen. Erst bei einer Reproduktionszahl von 1,25 nähern wir uns zwar der 30.000 Bettengrenze, würden sie zu Peakzeiten aber immer noch sprengen. Na, und wenn sie jetzt nicht 2, sondern 4% sind, dann sind es halt direkt doppelt so viele Patienten, die ein Bett brauchen. Bei den meisten dieser Szenarien, da muss die Reproduktionszahl auf 1,1 oder sehr nah an 1,1 runtergedrückt werden, um eine Überbelastung der Intensivstation zu vermeiden. Und im Worst-Case-Szenario haben wir selbst bei einer Reproduktionszahl von 1,1 zu Peakzeiten zehntausende Menschen täglich, die nicht behandelt werden können. Zusammengefasst, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, brauchen wir Maßnahmen, welche die effektive Reproduktionszahl auf einen Bereich zwischen 1,25 und 1,1 senken. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nur mit ordentlicher Kontaktreduktion möglich ist. Aber jetzt schaut mal auf die Zeitachse. Bei diesen strengen Maßnahmen wäre die Epidemie erst nach einem Jahr vorbei, beziehungsweise in den meisten Fällen noch länger. Also die flachste Kurve, die dunkelblaue, die ist hier abgeschnitten. Also wir gehen hier Richtung 2 Jahre. Unterm Strich heißt das, um den Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, müssen wir strenge Maßnahmen für 1 bis 2 Jahre lang aufrechterhalten. Und das geht nicht. Wir sehen ja jetzt schon, welche immensen Schäden für die Volkswirtschaft zu erwarten sind. Da hängen Existenzen und damit auch wieder Menschenleben dran und auch welche allgemein gesellschaftlichen, auch psychologischen Folgen das hätte langfristig, das können wir derzeit noch gar nicht fassen. Ich weiß, dass bei diesen Modellierungen nicht nur
Annahmen, sondern auch Vereinfachungen gemacht wurde. Und ich weiß auch, dass es noch Parameter gibt über Covid-19, die wir jetzt noch nicht kennen, die aber einen wesentlichen Einfluss haben. Wie zum Beispiel, was jetzt eigentlich mit den sehr schwach oder sogar asymptomatischen Verläufen ist. Aber allein diese Größenordnung, wenn die Größenordnung nicht völlig daneben ist, dann ist Flatten the Curve bis zur Herdenimmunität nicht durchhaltbar. Nun ist diese Stellungnahme nicht brandneu. Also sie wurde am Tag von Merkels Ansprache veröffentlicht und ein paar Tage später aktualisiert. Aber wenn ich jetzt heute in die Medienberichte schaue, dann wird immer noch der Eindruck vermittelt, als sei Flatten the Curve nach wie vor der Masterplan. Und wie kann das sein, wenn das offenbar so nicht aufgehen wird? Ich habe auch mit Professor Rafael Mikulajczyk geredet, der diese Stellungnahme mitverfasst hat, um mich zu versichern, dass wir nicht etwas Grundlegendes missverstanden haben. Vielen Dank an dieser Stelle für das aufschlussreiche Hintergrundgespräch. Aber ja, die Ergebnisse sind nicht anders zu interpretieren. Die Antwort auf die Frage, wie stark müssen wir die Reproduktionszahl senken, damit die Kurve hinreichend flach wird, lautet, die Reproduktionszahl muss auf unter 1 gesenkt werden. Den Abflachen alleine würde zu lange dauern. Wir müssen die Kurve stoppen. Kurz und schmerzhaft zurück zum Start. Die Fallzahl muss so klein werden, dass unsere Gesundheitsämter wieder dazu in der Lage sind, alle Fälle zu überschauen und zu verfolgen. Dann können wir nämlich wieder effektiv Kranke isolieren, Kontakte verfolgen, Kontaktketten brechen, die Krankheit eindämmen. Das bedeutet, wenn die Infektionszahlen nicht mehr nur langsamer steigen, sondern wirklich abnehmen, dann kommen wir irgendwann wieder zu einem Punkt, wo wir mit unseren Maßnahmen wieder bei Phase 1 Containment sind. Und dann, ja, dann würde für viele Menschen wieder so etwas wie Normalität zurückkehren, denn dann wären die strengen Maßnahmen wieder nur gezielt auf die Erkrankten und ihre Kontaktpersonen konzentriert. Nur ist der Weg zurück zu Phase 1 natürlich nur mit strengen Maßnahmen für alle machbar. Denn nochmal, ein Infizierter muss weniger als einen weiteren anstecken, damit das aufgeht. Also wie schnell hat man zwei Personen angesteckt? Vor allem, wenn man vielleicht nicht darauf achtet, weil man eher milde Symptome hat. Oder wenn irgendwo jemand 10 weitere Menschen ansteckt bei irgendeiner Veranstaltung, dann dürfen 9 andere niemanden mehr anstecken. Reichen denn nun unsere aktuellen Maßnahmen aus, um die Reproduktionszahl so stark zu senken? Eben auf diese Einschätzung warten wir ja gerade. Aber so viel kann man schon mal sagen. Dass dieser Lockdown beschlossen wurde, ist definitiv angemessen und richtig. Also wenn wir wirklich zu Phase 1 zurück wollen, dann ist das, was wir gerade machen, auf keinen Fall übertrieben oder unnötig streng. Denn wir können jetzt schon sagen, dass wir noch ziemlich weit entfernt sind von einer Fallzahl, die niedrig genug ist. Denken wir das mal durch. Im Netz gibt es einige Online-Simulationen von Epidemien, mit denen man ja rumspielen kann. Jetzt mal nur zur Veranschaulichung. Der ist ganz gut. Wir können jetzt hier die Parameter, sowas wie Ansteckung, Hospitalisierungsrate und so weiter, so einstellen, wie die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie in ihren Simulationen gemacht hat. Und dann schauen, wie lange es dauern wird, bis wir wieder zu Containment übergehen können. Jetzt muss ich hier eine Annahme treffen, nämlich wie tief die Fallzahl sinken muss, also ab welcher Fallzahl Containment wieder möglich wäre. Die wirkliche Zahl hängt zum Beispiel ganz stark ab von unseren Testkapazitäten, davon, wie viel Ressourcen und Personal wir noch in die Behörden stecken können, wie gut die Infrastruktur ist und so weiter. Aber orientieren wir uns mal an dem Tag, an dem Jens Spahn sagte, dass man Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen absagen sollte. Denn spätestens dann gab es offenbar ein Problem mit der Nachverfolgung der Fälle. An diesem Tag gab es in Deutschland ungefähr 1000 Fälle. So nehmen wir jetzt einfach mal an, 1000 wäre jetzt die Fallzahl, die noch handelbar wäre, ohne dass wir jetzt irgendwelche drastischen Social Distancing Maßnahmen für alle bräuchten. Jetzt haben wir heute ca. 70.000 Fälle. Jetzt können wir hier einstellen, dass wir ab dem Tag, wo die Epidemie 70.000 Fälle hat, die Reproduktionszahl von 2 auf 0,5 runterdrücken. Reproduktionszahl 0,5, das ist volle Kanone, also das ist Wuhan-Style-Lockdown, so muss man sich das vorstellen. Und unter diesen Annahmen würde es 56 Tage dauern, bis wir wieder weniger als 1000 Fälle hätten. Also fast 2 Monate. Das sollte jetzt natürlich keine Prognose sein, sondern nur ein Beispielszenario, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange das noch dauern könnte. Und nur damit das niemand falsch versteht,
Wenn wir es schaffen, mit harten Maßnahmen zurück zu Phase 1 zu kommen, ist damit ja die Epidemie noch nicht vorbei. Wir kommen damit lediglich in einen Zustand, in dem sowohl unser Gesundheitssystem als auch unsere Wirtschaft funktionieren können. Also in einen Zustand, in dem wir so lange ausharren können, bis die Epidemie vorbei ist. Kleiner Einschub, es gibt noch ein paar unbekannte Eigenschaften des Virus, die uns vielleicht schneller ans Ziel bringen könnten. Zum Beispiel eine Saisonalität, das heißt, dass das Virus im Sommer weniger ansteckend sein könnte. Oder dass doch ein Teil der Bevölkerung eine gewisse Immunität gegen dieses Virus haben könnte. Dazu gibt es Modellierungen vom Robert-Koch-Institut. Die haben wir euch mit einer kurzen Einordnung in die Videobeschreibung gepackt. Aber an der Strategie an sich würde das auch nichts ändern. Es wäre auf jeden Fall falsch, aus einer unbestätigten Hoffnung heraus Maßnahmen zu lockern. Denn so oder so gilt, je schneller wir in Phase 1 zurück sind, desto besser. Das klingt jetzt nach ganz schön harter Arbeit, nur um dahin wieder zurückzukommen, wo wir schon vor einem Monat waren. Aber ganz wichtig, wir gehen nicht einfach nur einen Schritt zurück. Beim zweiten Mal wird alles besser. Die Containment-Phase am Anfang einer Epidemie steht unter folgendem Dilemma. Je früher man Maßnahmen greift, desto effektiver ist es. Aber da eine Epidemie anfangs natürlich nicht so schlimm ist, wird die Bedrohung oft zu spät erkannt. Auch hierzulande wurde Corona anfangs von vielen Menschen nicht ernst genommen. Und politische Entscheidungsträger sind ja nur das eine. Auch ohne Akzeptanz in der Bevölkerung kann man strenge Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel Karneval absagen, in einer Demokratie kaum durchsetzen. Aber wenn wir jetzt wieder zurück ins Containment kommen, dann wissen wir ja, wie der Hase läuft. Wir sind inzwischen auch alle Profis im Händewaschen und in Ellenbogen husten und Abstand halten und basteln sogar gerade an zusätzlichen Maßnahmen wie selbstgenähte Gesichtsmasken. Auch unser Gesundheitssystem und die Forschung sind jetzt natürlich deutlich weiter und gerade werden Testkapazitäten hochgefahren, die Behörden werden mit mehr Manpower ausgestattet und so weiter. Also nicht falsch verstehen. Ich finde, Deutschland hat durchaus vernünftig auf die Corona-Krise reagiert. Aber wenn wir jetzt Phase 1 nochmal wiederholen würden, dann würden wir an allen möglichen Ecken und Enden die Sache deutlich besser machen. Einfach nur, weil wir jetzt vieles wissen, was wir vorher nicht wussten. Nur sollten wir uns klar machen, wir arbeiten auf eine Lockerung der Maßnahmen und einen Rückgewinn von Normalität hin. Aber ganz ohne Verzicht werden wir lange Zeit nicht auskommen. Dazu gehört vermeidbare Menschenansammlungen, also Konzerte, gefüllte Fußballstadien, dichtgepackte Rheinstrände, Konferenzen. Dieses Jahr, vergesst es. Das wäre auch in der Containment-Phase zu riskant. Mit nur einem Ausbruch könnten wir uns unsere ganzen Bemühungen wieder kaputt machen. Ja, selbst Après-Ski in der kommenden Wintersaison, dafür sehe ich schwarz. Denn eine Timeline habe ich noch für euch. Wann endet diese Epidemie? Im Prinzip habe ich das am Anfang schon gesagt. Natürlicherweise ist die Epidemie erst dann vorbei, wenn Herdenimmunität erreicht ist. Aber das ist nur Theorie. In der Praxis können wir natürliche Herdenimmunität quasi vergessen. Es gibt kein Szenario, bei dem wir eine Herdenimmunität von 60-70% erreichen könnten, ohne dass dabei unvorstellbare Schäden entstehen. Also entweder würden wir die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems sprengen, dabei würden erschreckend viele Menschen sterben, oder wir würden diese Herdenimmunität unterhalb der Kapazität unseres Gesundheitssystems verfolgen, aber das würde so lange dauern, dass es wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht ertragbar wäre. Daraus kann ich nur eins schließen, nämlich diese Epidemie wird erst mit einem Impfstoff enden. Theoretisch auch mit einem Medikament, das aber auch die Intensivbehandlung weitgehend ersetzen müsste, was leider unwahrscheinlich ist. Das heißt, bis zum Impfstoff müssen wir durchhalten. Und die Entwicklung braucht Zeit. Also sportliche Schätzungen sprechen hier von Frühjahr 2021. Und damit wir das so lange mit möglichst wenig Schäden durchhalten, müssen wir jetzt mit harten Maßnahmen möglichst schnell zurück zum Containment-Modus, indem wir dann bei relativer Normalität ausharren können. Ich weiß, dass vieles in diesem Video euch wahrscheinlich entmutigt hat. Ich sehe das so. Ich habe lieber einen konkreten Ausweg vor Augen, auch wenn er schwer ist, als immer nur mit "wir müssen mal schauen" im Ungewissen gehalten zu werden. Wenn wir das Ziel kennen,
können wir natürlich auch besser zielen. Also wir können jetzt schon weitere Hilfsmaßnahmen in die Wege leiten oder Homeoffice-Strukturen, wo denn möglich, weiter ausbauen und uns jetzt schon mal Gedanken machen, wie wir irgendwie länger durchhalten. Es ist ein Marathon. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie Menschen 42 Kilometer laufen können und trotzdem schaffen sie es. Deswegen, Freunde der Sonne, lasst euch nicht unterkriegen und wenn ihr irgendwelche motivierenden Gedanken oder Ideen zur Ausdauer habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund und ihr schlagt euch irgendwie tapfer durch diese unwirkliche Zeit. Mir geht's gut. Das Baby ist da. Es ist ein sehr, sehr süßes Freundchen der Sonne und wir sind zum Glück alle gesund. Aber mein Herz geht raus an alle, die von Covid-19 getroffen sind, entweder selbst oder im Freundes- oder Familienkreis, an alle, die sich gerade den Hintern aufreißen, um diesen Laden am Laufen zu halten, die sich um unsere Gesundheit kümmern und um unsere Grundversorgung und auch an alle, die jetzt gerade nicht arbeiten können oder nicht bezahlt werden. Es ist wirklich eine verdammt heftige Zeit. Zum Glück kann ich wenigstens MyLab von zu Hause aus produzieren. Auch wenn wir im Team gerade etwas langsamer vorankommen, weil sowohl Lars als auch Melanie ein Kita-Kind zu Hause haben. Deswegen hat es Melanie auch nicht geschafft, diese Folge Grafiken zu machen. Aber vielleicht habt ihr es gemerkt, sie hat ein neues Kanaldesign erstellt, das ich sehr, sehr cool finde. Wir hoffen, es gefällt euch. Natürlich ist das ganze Social Distancing, die Abschottung auch psychologisch echt nicht ohne. Und wenn es euch auch so geht, kann ich euch das Video von meiner lieben Kollegin Pia empfehlen. Pia hat jetzt einen ganz neuen Funkkanal aufgemacht, Psychologiek. Schaut da gerne mal vorbei und lasst ein paar Grüße, aka Kekse von mir da. Und jetzt endlich auch hiermit ein verspätetes, aber umso fetteres Dankeschön für euren tollen Support. Also erstmal danke für die vielen super lieben Kommentare unter dem letzten Video. Die haben mich sehr bewegt. Also es Sie haben es einerseits leicht, aber auch wieder schwer gemacht, in die Pause zu gehen. Und auch danke für alle, die mir während der Pause, also in den letzten Monaten, geschrieben haben. Ich habe das mit einem halben Auge mitbekommen, wenn ich habe nicht nur YouTube-Pause gemacht, sondern tatsächlich auch Social Media und E-Mail-Pause. Aber ich freue mich jetzt, wieder zurück zu sein, auch auf Instagram und Twitter. Teilt dieses Video mit jedem, den es interessieren könnte. Erzählt euren Freunden, dass MyLab back ist. Es gibt ab jetzt jeden zweiten Donnerstag ein neues Video. Deswegen, wir sehen uns in 2 Wochen. Und bis dahin, es hat noch nie so sehr gepasst wie jetzt. Bleibt sicher.